Oh, nee. Ich glaube, ich gehe doch wieder raus. Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Farmvlog. Ja, ich sage wieder da. Mist geführt, Kultivator, alles gemacht. Mais ist drin. Bevor wir heute vielleicht noch auf die Felder haben, weil ich muss halt schauen, ob die Kartoffeln auch schon draußen sind. Kartoffeln hat es leider keinen Vlog geben. Aber ja, ist halt so. Es ist momentan. Ja, okay, mein Haar steht wieder zum. Was sind was? Corona, keine Haar schneiden und so. Es ist momentan so. Wir sind gerade dabei, unseren Verarbeitungsraum zu bauen und deswegen, da steht nochmal unser Geländewagen drin. Ja, jetzt ist, ja, da hinten haben wir eben noch die Mischmaschine für Fleischverarbeitung, unseren Schnapsbrenner. Da sind noch einige Geräte, Töpfe, Wannen, ja, ein Herd, einen alten Ofen noch und zwar, warte, ich werde jetzt gleich, wenn ich gerade da hinstelle, das ist das Auto von meiner Mutter. Ich werde schnell einmal mit dem da rausfahren, weil meine Eltern sind gerade Fliesen kaufen. Und nachher werden wir da herin in der Garage, wo das Auto steht, also das ist eine Doppelgarage, und da werden wir nachher die Fliesen reintun. Und eben eine Garage auf der anderen Seite weiter, die was einzeln ist, so muss ich jetzt erschließen. Und in der anderen Garage dort kommt noch eben der Verarbeitungsraum. Da war eigentlich von Ursprung her gedacht für unseren 188er Steier, also einen 28er Steier. Nur war dort halt nachher das Problem, dass nachdem die Hütten gebaut worden ist, ist bei uns die Küche ausgeräumt worden. Und das ist jetzt schon so 40 Jahre her. Und deshalb, ja. Da haben sie damals nachher die Küche ausgeräumt bei uns, die ganzen Sachen rein, was ihr gerade gesehen habt, einige Kästen. Ich muss eh noch den T4 nachher hinterstellen. Und nachher war halt alles ein wenig vollgeräumt. Und jetzt haben wir da auf jeden Fall einen Verarbeitungsraum einbauen. Wir haben mal schon einige, ein großes Waschbecken und einige Nierostertische gesehen, die was wir da einstellen werden. Und auf jeden Fall kommt das nachher rein. Dann werden wir, einen Abfluss noch reinmachen, dass man halt mit einem Schlauch auswaschen kann, einen Schlauchanschluss auf der Wand und auf jeden Fall kommen noch unsere Geräte wieder zurück rein und ein Rohrbahn, wo man die Schlauchkörper halt auf jeden Fall noch aufhängen kann, mit dem man nachher arbeiten kann. Ja, das ist so vorerst einmal der Plan. Was ist das nächste, was wir machen werden? Heute werden wir noch Teil schwarzen. Ich kann es einmal sagen. Nein, ja, alles. Ich zeige es euch nachher. Zuerst machen wir die Paletten, was wir da müssen, oder was ich da will, dass die Fliesen auferlegen, dass man die Fliesen auferlegen kann, weil nächste Woche werden wir Fliesen nehmen. Und die werden wir jetzt einmal schon umgetragen. Und wir haben auch da noch. Geht wird bis der Dünger weg. Da, wo man sieht, Dünger ist verbraucht. So. So, ich habe jetzt die Paletten umgetragen. Wir gehen uns das schnell anschauen. Und ja, auf jeden Fall. Ich muss dort bei unserem Abfluss. Ich weiß nicht, warte, ich sag's euch. Da ist eben das Haus. So, da ist der Stall. Und da ist mein provisorischer Pool jedes Jahr. Früher mal war halt so, dass dort. Ich sag's euch kurz. Es war halt so, dass dort. Da ist halt auch Holz oben. Und dort sind halt die Viecher immer noch an Weiden aufgekommen jeden Tag und haben da getrunken. Jetzt ist aber so, dass überall eben da oben
man sieht noch ein bisschen durch den Hang alles runter, ca. 3,5 Hektar oder so. Und jetzt ist halt so, dass überall in jeder Halt und auch auf die Weiden draußen, oder beziehungsweise auf unsere Wiesen, die wir einzäunen mit Elektrozaun, sind überall solche Tränker. Und okay, da ist jetzt auch für den Garten so ein Wasserschlauch. Aber ich sage, also es ist in jeder, eigentlich ziemlich in jedem, ja, eigentlich echt überall. Also auf die oberen Wiesen haben wir halt so einen Trog, wo wir einen Schlauch zu beschließen. Und drunten haben wir auch sogar einen Tränker montiert, ja. Gut, dann hört man das. Und da, also die Erklärung, für was das Becken war. Und jetzt sind wir jetzt eigentlich hauptsächlich zum Schwimmen genutzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist halt so, wenn wir im Sommer, wenn wir heignen, wir tun halt, ich sag einmal, bis letztes Jahr haben wir 5 Hektar mit dem Ladewagen eingeführt, Agrarfläche, Heu und so zu den 3,5 Hektar Stroh und den Rest haben wir mit Bäumen gemacht und auf die Hänge sind noch einmal 3 Hektar oder 4 Hektar, was auf die Hänge sind, was wir mit Hand einführen müssen, also mit unserem Spezialgerät. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe, ich glaube nicht. Das kommt auf jeden Fall sicher irgendwann einmal im Sommer, wenn wir dort hängen. Und das Problem ist halt, dass wir da halt alles mit unserem Standhäcksler oben mit Hand einschaufeln müssen, also in den Häcksler, und der bläst es nach oben und oben muss man es verteilen am Heuboden. Und deswegen ist es doch fein, wenn man so ein Becken hat, wo man noch einhupfen kann. Und das Hauptproblem, was ich eigentlich sagen wollte, da, wie man sieht, die Bretter sind schon ganz hin und dadurch auch. Und deswegen will ich da eine Metallblech legen, statt ein Hölzern, damit es nicht mehr so schnell hin werden kann. Und so, jetzt über den Boden weg. So, und dieses Metallblech habe ich schon da fertig vorgeschnitten. Da mit dem, ich weiß nicht, sieht man das jetzt so gut? Ich mache mich auch so. Da ist eben das Loch, wo durchrennen kann. Das ist der obere Teil, wo so oben hinkommt. Und dann haben wir noch einen kleineren Teil, falls man mal einer muss, der was unten hinkommt. Ich muss nur schauen, ob ich da irgendwo, so, irgendwo da, bräuchte ich eigentlich irgendwas, was als Griff fungiert. Das wäre halt kein Motor. Ich werde heute Nachmittag da das auf jeden Fall anschweißen. Und zwar einen Griff aufmachen und den werde ich halt ablängern. Das Flacheisen und unten halt anschwarzen, so dass man es nachher mit der Oberfläche bündig ist, weil die Platten hat nur 5, das heißt eine ziemlich starke Platten, und das andere hat 2,5 mm und dann kommt man genau auf 3 cm und das ist die Höhe von dort, und deswegen werde ich unten um ein Dumm immer wieder so kleine Stickel anschwarzen, und das von seht ihr nachher später mehr wieder. Auf jeden Fall, ja, okay, ihr habt es eigentlich am Anfang schon in den Verwaltungsraum gesehen, ich kann auch nochmal umgehen. So, jetzt bin ich wieder da, es halt schön, weil alles leer ist. Man sieht, da haben wir wohl einen Wasseranschluss und einen Abfluss für das Waschbecken. Waschbecken wird nachher genau da sein, aber auf dem war ein Ofen. Und dann haben wir da so im Kreis eine Arbeitsfläche, eine Nierotische, und oben hin machen wir eine Kasten. Jetzt hat hier den D4. So, machen wir schnell. So, den werden wir weiter hinten hinstellen. Da hinten werden wir den hinten reinstellen. Na, so, die zu. Weil da ist eben der ganze Müll drauf auf unserem Kipper, den was man da von Ausnahmen hat, von der Garage. Und deswegen stelle ich das einmal da hinten hin. Das wird immer komplizierter, ja. Mit einer Hand die Kamera zu halten, mit der anderen fahren. Ich habe keine Ahnung, wie das alle anderen machen, aber für mich ist das voll umständlich irgendwie. Deswegen fahre ich lieber, wenn ich fahre, mit GoPro. Also, jetzt sind für so kurze Strecken, zahlt es sich jetzt nicht aus, weil ich mit dem Kipper da hinten schon eine stoßen will. Ich will anders schauen, so. Mir ist halt eigentlich passend, schau, die anderen sind auch schon da.
mit den Fliesen. Ja, aber für mich wieder hin mit den Fliesen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann später wieder. So, Leute, ich bin wieder da. Und zwar wollte ich nur ganz kurz, ganz schnell sagen. Und zwar jetzt müsste das so halbwegs passen mit der Sonne. Es ist Nachmittag. Ich werde jetzt schnell Marcel holen gehen, eine Flexscheiben kaufen und dann werde ich mit Marcel schnell das Schwarze, was ich eigentlich gesagt habe, heute noch. Für alle, was es wissen wollen, heute ist da. Es ist jetzt 4:30. Zuerst noch in den Stall gehen, wenn man halt zurückkommt, aber da werde ich nicht viel filmen. Es ist der 2. Mai so. Und da wollte ich sagen, das sind die Fliesen für den Boden. Das sind die Fliesen für die Wand und da ist Fliesenkleber und Mörtel. Und ja, das wollte ich sagen. Also das reicht dann circa für den Raum dort. Ja. Und so, da haben wir die guten Stücke. 8 Stück Flexscheiben. Bisher sind 1.222 Menschen an der Erkrankung gestorben. 15.000 sind aber bereits. 120.000 dass man Menschen, die in Massen demonstrieren gehen, eine Erklärung unterschreiben lassen sollte, dass sie im Falle einer Erkrankung auf ihren Medizin. In den USA kommt es ja immer wieder zu Protesten gegen die Schutzmaßnahmen und Einschränkungen. Ja, das ist doch weniger, das ist nur um an. Ist ja wie die, der nur um anzuhören, und zwar. 15, 15, 10er, 10er. Da 15 machen wir noch rechts übrig. Dann ja. Mache ich da. Ja, 15. 4, 15 kannst du machen. Ja, bei dem passt es ja. 15 und die 6er so. Oder da, die 6er nach hinten. Dass die Auflage fließt. Und da machen wir. Oder machen wir hinten da 15. Du weißt es nicht. Da ist der kalte Wasser. Ja.